Hallo und willkommen zurück zu Ticket Light. Heute an diesem extrem warmen Tag. Und ihr seht, das letzte Mal haben wir ja hier die Quarry ein bisschen beschleunigt und die haut jetzt auch ordentlich Zeug raus. Ihr seht, die geht richtig ab da unten. Und jetzt habe ich da vergessen, meine Uhr zu stellen. Dumm, ganz schnell gemacht. So. Dann läuft jetzt auch mal die Uhr. Ihr wisst ja nicht, wie anstrengend heute die Folge ist, denn ich muss ja meinen Ventilator ausmachen, damit ihr das Rauschen nicht auf dem Video habt. Und ja, es ist warm. Sehr warm. Aber gut. Dann schauen wir doch mal, ob sich hier schon was getan hat. Irgendwas Nettes. Und tatsächlich, hier ist Kupfererz drin, Kohle drin. Eisenerz ist schon drin. Ja, schauen wir mal, was noch zusammenkommt. Und ihr seht, hier fliegt ordentlich Zeug durch die Gegend. Vor allem Cobblestone, der auch gleich voll ist. Oh je. Dann sollte ich gerade mal ein bisschen Cobblestone zwischenlagern. Und ich brauche endlich mal eine funktionierende Müllabfuhr. So, aber jetzt schmeiße ich hier gerade einfach mal alles rein. Hauptsache weg. So. Denn ich brauche Glas. Und zwar viel Glas. Hier habe ich jetzt erstmal noch Sand. Ach, war es das schon an Sand? Ja. Okay. Also, ich fange jetzt hier schon mal an, Glas zu brennen. So, eine Schaufel. Habe ich eine dabei. Vielleicht sollte ich mir gerade noch eine zweite machen. So, Saphire. Und das Zeug geben eine Schaufel. Wunderbar. Und wenn ich mich recht entsinne, Sand gab es da hinten irgendwo. Und dann holen wir uns das Zeug jetzt nochmal. Ich hoffe auch, dass ich genug Sand und Glas zusammenkriege, damit wir dann wenigstens in der nächsten Folge schon mal anfangen können, damit zu arbeiten. Ihr müsst mir auch verzeihen, wenn ich etwas schweigsam bin. Aber mir ist einfach nur warm, und zwar richtig eklig warm. Na, wir hatten doch hier irgendwo eine Wüste. Whoopala. Tja, wo ist diese Wüste hingekommen? Also weit kann sie jetzt aber nicht mehr sein. Nanu? Ich meine mich eigentlich fast zu erinnern, dass die hier irgendwo gewesen ist. So, ich merke jetzt auch langsam die Auswirkungen des stehenden Ventilators. Unter meinem Schreibtisch wird es warm, denn der Ventilator haut eigentlich auch die, da hinten, da kommt die Wüste, der haut nämlich auch die warme Luft, die mein PC erzeugt, vom Schreibtisch weg. Und es wird gerade etwas schnuckelig, kuschelig da unten. Aber gut. Ich muss ja nur noch 10 Minuten durchhalten, dann kann ich wieder Luft mir zujagen.
Gut, da hätten wir die Wüste. Und ja, jetzt geht das Buddeln los. Bis das Inventar voll ist, sollte ja einiges an Zeit vergehen. Aber ich habe schon ein paar gute Ideen, was ich da mit dem ganzen Glas anfangen kann. Ihr könnt mir natürlich auch noch ein paar Ideen posten, die dann vielleicht in den nächsten Folgen umgesetzt werden. Also haltet euch ran. Aber jetzt kommt erstmal der spannende Teil des Sandbuddelns. So. Ich glaube, ich sollte als nächstes Projekt auch mal den Minenlaser in Angriff nehmen. Strom ist jetzt ja erstmal vorhanden. Und ich meine, wenn man den Laser richtig einstellt, dann kann ich ja mal eben hier so ein riesiges Loch reinschießen, welches mir dann, ja, ich sag mal, hier meine Buddelei auf wenige Sekunden reduziert. Das macht's natürlich einfacher für alle. So. Ich traue mich gar nicht ins Inventar reinzuschauen, weil ich dann so den Verdacht habe, das, was ich sehen werde, gefällt mir nicht. Ah, gucken wir mal rein. Oh je, tatsächlich, es gefällt mir nicht. Es ist noch viel zu wenig Sand. Aber ja, so haben wir mal wieder eine äußerst spannende Folge. Aber ich kann euch schon mal sagen, freut euch auf viele neue Indie-Spiele. Ich habe mir wieder sehr viel Kram zugelegt, auch sehr interessanten Kram. Aber ihr wisst ja, jetzt haben wir erstmal hier Tekkit, Infested Planet, wobei Infested Planet, da wird es halt nicht so viele Videos von geben, weil das halt noch in der Beta-Phase ist. Da gibt es einfach noch nicht so viel, was man zeigen kann. Ja, dann bleibt ja noch Resonanz offen. Das Spiel, was sich gerade so ein bisschen hinzieht. Aber ich hoffe auch, da kommen wir irgendwann zum Ende. So, die erste Schaufel hat es erwischt. Ich habe nur noch diese. Ich denke mal, damit werde ich das Inventar nicht vollkriegen. Aber es sollte wahrscheinlich reichen, um noch zurück in die Festung des Bösen zu kommen. Und wenigstens schon mal mit der Sandproduktion zu starten. Wenigstens arbeitet jetzt die Quarry mit Volldampf und buddelt mir schon mal ein großes Loch, was man für zukünftige Projekte sicher gut nutzen kann. So, Stichwort Nuklearenergie. Da ist ja ein großes Loch, was man gut absichern kann vom Vorteil. Denn ich muss auch ehrlich sagen, in der neuen Version hat sich ja auch da eine Menge getan. Und man kann jetzt deutlich komplexere Reaktoren bauen mit vielen neuen Features. Aber ja, das Einzige, was schade ist, im reinen Tekkit-Paket gibt es das ja nicht mehr. Aber es wurde schon angekündigt, dass über eine Mod, die mit reingenommen wird, die Atomenergie wieder ins Spiel finden soll. Nur ihr wisst ja selbst, dass der Update-Prozess von Tekkit immer sehr, sehr lange dauert. Auch wenn natürlich das mit dem Raumschiffbau und Mondbasen echt eine coole Sache ist. Aber momentan ist es einfach noch kein Argument, um auf Tekkit umzuswitchen, weil auch einfach viel zu viel dann verloren gehen würde. Und wie ich halt einfach finde,
noch nicht genug Vielfalt drin ist. So, meine schöne Saphirschaufel ist jetzt auch schon wieder auf die Hälfte runter. Wagen wir doch nochmal einen Blick ins Inventar. Oh ja, das sieht doch gut aus. Hoffentlich finde ich auch wieder zurück. Das war ja irgendwie letztes Mal auch schon so das Problem. Dank meiner grandiosen Orientierung. Das einzige Gute ist, ich glaube, hier in dieser Wüste kann ich mir noch sehr viel Sand anschaffen gehen. Also ich glaube, der Sand wird mir nicht ausgehen. Oder zumindest nicht so bald ausgehen. So, dann buddeln wir mal hier weiter. Ja, ihr seht ja, die Schaufel macht es auch nicht mehr lange. Der Rückweg ist in Aussicht. Das Ende ist aber auch schon in Aussicht. Ah, ich bin gespannt. Also ich hoffe, noch wenigstens zurückzukommen und dann wenigstens mal noch einen kleinen Blick ins Inventar zu schmeißen. Was denn jetzt die Ausbeute war, was die Quarry jetzt hergegeben hat. Weil ihr habt ja gesehen, die gibt jetzt echt Vollgas. Und bei der Geschwindigkeit ist sie sicherlich auch bald fertig. Und dann wäre auch mal angesagt, die Quarry in den Nether zu verlegen. Denn ihr wisst ja selber, Mining im Nether ist deutlich ertragreicher als hier. Vor allem, da wir jetzt ja neuerdings auch auf die Ressourcen achten müssen. So, lange kann die Schaufel nicht mehr durchhalten. Und da ist sie auch kaputt. Gucken wir mal, was das Ding hergibt. So, sind wir nochmal einmal mutig und buddeln uns pure Handes auf den Rückweg. Ah, fast geschafft. Soll sich ja auch gelohnt haben. So, und dann geht's zurück in der Hoffnung, dass ich mich nicht total verlaufe. Und noch ein kleiner Tipp übrigens, ich habe es ja schon auf meiner Facebook-Seite geschrieben, aber die Steam-Cards für die Leute von euch, die viel Arbeitsspeicher haben, startet einfach nur die Spiele. Ihr müsst sie nicht spielen. Ihr bekommt irgendwann einfach die ganzen Karten dafür. Das Einzige, was ich festgestellt habe, was Voraussetzung ist, damit man die Karten bekommt, das Steam-Overlay muss gestartet sein. Also quasi nur Intro laufen lassen und dann weggehen, das reicht ja nicht so ganz. Aber sobald ihr im Menü seid und die Meldung kriegt, ja, euer Steam-Overlay, bla bla bla, dann könnt ihr das Spiel minimieren, das nächste starten und warten, bis ihr die Karten bekommt. Was auch noch ein bisschen für Irritation sorgt derzeit, sind die Spiele, die Free-to-Play sind, wie zum Beispiel Dota 2 oder Warframe oder Team Fortress 2, weil offiziell sagt, wollen wir ja, dass man mindestens, ich glaube, $9 waren es, ausgegeben haben muss, bevor man Items, also nicht Items, sondern die Karten bekommt. Und zwar zählend ab Beginn dieses Kartenkrimskrams. Das Interessante ist, für Team Fortress 2 habe ich die ganzen Karten bekommen, habe aber, seitdem es die Steam-Karten gibt, da kein Geld mehr reingesteckt. Und ich glaube auch gesamt nie mehr als $9 jemals da reingesteckt. Ich habe mir mal so eine Koop-Karte gekauft, das war es aber auch schon. Also ist noch ein bisschen komisch. Ja, was haben wir noch? Die Droprate von Booster-Packs. Also es wird gesagt, jedes Mal, wenn irgendwo jemand so eine Bandage zusammenbastelt, wird ein Booster-Pack erzeugt, was irgendjemand kriegt. Ich weiß es nicht. Also ich habe jetzt, ich glaube, schon 7 oder 8 Spiele, für die ich ein Booster-Pack kriegen könnte, habe aber noch keins gekriegt. Also das ist alles ein bisschen kompliziert, unübersichtlich und ich habe eh keine Ahnung. Aber ja, ich finde, was ich persönlich eigentlich sehr schade finde, dass das Steam gesagt hat, dass also das Valve gesagt hat, dass sie nicht planen, ein Spiel aus den Karten zu machen. Das finde ich halt wirklich schade, weil da könnte man echt so was Tolles draus machen. Aber ja.
So, da sind wir auch schon wieder an der Höhle des Bösen angekommen. Auch genau richtig. Das Timing ist wieder mal perfekt ausnahmsweise. So, mal Flix hier reingeschaut. Ja, sieht doch ganz nett aus. Dann gucken wir mal hier, was das Glas macht. Und hauen das nächste rein. Ich frage mich gerade, kann ich Sand eigentlich runterdrehen? Nee, kann ich nicht. Aber ich kann jetzt mal die ganzen Erze verwerten, wenn ich dann auch irgendwo noch Erze habe. So. Holen wir auch hier gerade noch sämtliche Erze mal raus. Da haben wir noch was. Da haben wir vieles. Denn ich kann ja mal meine Maschinen hier auch fleißig arbeiten lassen. Oh je, ihr seht, das wird auf jeden Fall dauern. Und ich sollte mir auch irgendwann Gedanken machen, das Ganze mal zu automatisieren. Aber gut. Ja, heute ist nicht so viel passiert. Ich mache jetzt erstmal wieder meinen Ventilator an. Und wie immer, vielen Dank fürs Ansehen. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich schon.